Einst war man fertig, nicht mehr arbeitsfähig, runtergewirtschaftet. Heute haben Burnouts Konjunktur. Egal wie man es nun nennt, man muss was dagegen unternehmen. Fertig, nicht mehr arbeitsfähig, runtergewirtschaftet können auch Länder sein, Griechenland etwa. Oder vor über 20 Jahren die DDR. Auch da wurde ja was unternommen. Eine der Folgen? Ein gesamtdeutscher Feiertag am 3. Oktober. Zurück zu Griechenland. Die US-Agentur Bloomberg hat festgestellt, dass dank der europäischen Schuldenkrise das deutsche Wort Eiertanz Einzug ins Englische gehalten hat und sich so beispielsweise zu Angst, Bratwurst, Katzenjammer, Mummenschanz oder Schadenfreude gesellt. Der German Eiertanz, um eine Lösung für die Euro-Schuldenkrise, sei in vollem Gange, stellt Bloomberg fest. Die deutsche Regierung wolle den Euro und die Währungsunion, einschließlich Griechenland, retten, aber irgendwie nach dem Eiertanzmotto mehr Euro, aber nur ein bisschen mehr Europa. Deutsche Regierung? Wer ist das überhaupt? Kennt jemand ein aktuelles deutsches Regierungsmitglied außer Bundeskanzlerin Angela Merkel? Wirtschaftsminister Philipp, ich lass kein Fettnäpfchen aus Rösler und Außenminister Guido Warnihelle? Der Gesundheitsminister heißt übrigens Bahr. Aber nein, nein, da wurde nicht der fast 90-jährige Egon reaktiviert. Es handelt sich um einen gewissen Daniel Bahr. Kein Schwein kennt die Regierung so richtig. Keiner weiß, was die außer Streitereien und Eiertanz eigentlich treibt. Es sieht ganz danach aus, als wäre sie fertig, nicht mehr arbeitsfähig, runtergewirtschaftet. Wie war das? Was sollte bei Burnouts unbedingt getan werden?